Dortmund gegen Atletico Madrid. Das Rückspiel von der Auftaktniederlage in Dortmund 2-1 haben sie im Wanda Metropolitano verloren. Und ich muss erstmal ganz kurz zum Einstieg sagen, Uli, Alter, was ist da für eine Stimmung? Also das ist ja wirklich, das Ding kocht ja, also als die da dieses offensive Pressing gespielt haben, da habe ich mich gefragt, wie dämlich ist Simeone gewesen, dass der da in diesem Stadion nicht jedes Spiel volles Brett drauf geht, weil das zieht die ja so mit, also nicht böse gemeint, ich weiß, warum er das macht, aber diese Atmosphäre da, das war der Wahnsinn. Und Bamboleo, danke fürs Prime-Abo, wir freuen uns. Der Hype-Train ist da, ne? Yes. Hast du gesehen? Leute, Alter, lasst ihn am Leben. Wenn Flo schon mal nicht hier ist, dann kann ihm was unter die Nase reiben. Also, du hast recht, aber Westfalenstadion ist auch okay. Yes. Also, warte mal, Barney verschenkt ein Abo an die Community. Überragend. Alter. Yes, sir. Den Hype-Trample. Wir brauchen die Metropolitano-Stimmung, ne? Genau, die brauchen wir hier. Wenn wir voll draufschieben vorne, dann geht es genauso rund. Also, ich habe das Spiel nicht gesehen, nur in der Zusammenfassung, weil ich ja parallel im Einsatz gewesen bin und ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig genug, um mir das dann nochmal komplett reinzuziehen. Aber ja, Atletico ist eh in der Saison ganz anders unterwegs, als man so gemeinhin vom Klischee her immer gedacht hat. Ne? Julian verschenkt ein Abo. Jetzt geht's ab hier, Leute. Danke, danke, danke. Jawohl, ey. Das ist ja Level 2 Hype-Train, das ist ja fett. Was? Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich glaube, es ist gut. Westfalenstadion ist etwas overhyped. Boah, nee, da will ich nicht mitgehen. Also ich habe jetzt ein paar Dinge live erleben dürfen zu gewissen Abenden. Ah, es hat aber abgebaut, Uli. Und es hat abgebaut, muss ich sagen, von der Stimmung. Also das, glaube ich, hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie der BVB einfach also seit den letzten Jahren auftritt teilweise. Aber machen wir uns mal keine Sorgen um Borussia Dortmund morgen da. Ne? Nein, also da nicht. In dem Spiel wird es da brennen. Ja, klar. Also das ist doch, also die Spiele gibt es schon, wo du denkst, okay, das ist schon special. Special, special, special. Aber gerade an solchen Abenden. Und deswegen, bringen wir es mal auf den Punkt. Der Elefant ist eh schon im Raum, also dann lassen wir ihn doch voll in die Mitte. Das ist die einzige Chance, die da haben. Fertig. Wenn der 12. Mann Vollgas gibt und Atletico sich denkt, okay, das ist wirklich in Ordnung, weil individuelle Qualität never ever, Trainer gegen Trainer, auch nicht im Ansatz. Das Ergebnis des Hinspiels ist ein gutes für Dortmund, weil sie das Tor erzielt haben, also 2-1 besser als 2-0, logischerweise. Aber hands down, das läuft morgen nur ausschließlich wie die ganze Saison über die Emotionalität, sonst nichts. Jetzt bin ich aber, also ja, bin ich vollkommen bei dir. Jetzt ist aber die Frage an dich und an den Chat, was macht Atletico Madrid morgen? Weil, ich habe folgende These und das habe ich auch schon, ich habe häufiger jetzt mit Leuten gesprochen, die mehr La Liga gucken als ich und die haben gesagt, dass Atletico in dieser Saison ein Riesenproblem hat, die gehen oft in Führung und stellen dann oft das Fußballspielen auch wieder ein. Und deswegen lassen sie Gegner regelmäßig wieder zurück ins Spiel kommen. Und das Spannende ist, dass ich glaube, dass Atletico sich morgen gegen Dortmund erstmal hinten reinstellen wird und sagen wird, ja, dann macht mal, versucht mal was. Es könnte aber auch sein, und das ist, glaube ich, das Schwierige für Edin Terzic, es könnte halt sein, dass Diego Simeone sagt, viel Glück und viel Segen, ich gehe da voll vorne drauf und dann, du weißt, also wir wissen ja, wie es läuft, sobald Atletico das 1-0 macht, in diesem Stadion, dann ist die Stimmung gekillt. Das ist schon mal der erste Punkt, weil dann, glaube ich, gibt es für Dortmund keinen Weg zurück in dem Moment, wo Atletico das 1-0 macht. Auf der anderen Seite, finde ich, war Atletico, als sie in so einem Misch aus Low-Block und Mid-Block verteidigt haben, schon sehr verwundbar. Die sind defensiv alles andere als fest dieses Jahr. Die Qualitäten sind ja hier offensiver Art und Weise. Ne? Nur, denk mal an das Rückspiel, also nicht mal das Hinspiel, sondern das Rückspiel gegen Inter. Ja. In welcher Welt soll denn Dortmund das gewinnen? Also, das ist ein Gegner, den willst du nicht haben. Und den will vor allen Dingen Dortmund nicht haben. Ja, das stimmt. Weil ja eigentlich eher spielerischere Teams dann, nochmal,
Ich sehe es nicht. Also ich wirklich, Ich sehe es auch nicht, ich weil sehe vor das allen einfach Dingen, nicht. ich sag dir, was das Spannende sein wird. Ich hab das Spiel natürlich gesehen letzte Woche, habe ich mir angeguckt, weil ich bin auch noch so ein Bescheuerter, der sich das danach nochmal anguckt, um es zu verstehen, warum man gewisse Dinge so macht. Und was Edin Terzic ja gemacht hat, das muss man ihm zugutehalten. Er hat ja gewisse Dinge im Ballbesitz zumindest in dieser Rückrunde verändert. Also mit diesem Inverted Marzen, Dreieraufbau und, und. Jetzt sage ich dir, was das große Problem ist. Das Dümmste, was du gegen eine Fünferkette machen kannst, ist mit einer Fünferkette selber aufbauen. Weil dadurch lässt du Atletico in diese Mann-gegen-Mann-Duelle reinkommen. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Problem. Gregor Kobel ist ein Weltklasse-Keeper auf der Linie, hat aber Riesenprobleme beim Rausspielen. So, und dieses 1-0, was sich der BVB fängt, passiert, weil Gregor Kobel, und ich möchte jetzt nicht nochmal wieder lang und breit diskutieren, spielt Marzen auf dem falschen Fuß an. Auch der sieht da nicht gut aus, aber Emre Can macht den Weg nicht entgegen. Aber diesen Ball darf Gregor Kobel so in der Art und Weise nicht spielen. Und Atletico ist dann per se clever genug, da vorne dann situativ ins Pressing zu gehen. Und die anzulaufen, und mit einer Intensität anzulaufen und mit so einem, ich nenne es jetzt einmal mit so einem Drecksack-Ding. Also wenn ich so an Rodrigo de Paul denke, das ist, glaube ich, so der unangenehmste Gegenspieler, den du im Gegenpressing haben Ja. kannst, weil der killt dich halt auf dem Platz. Und Ja, und genau, du hast ja einen Trainer, der das draußen schon vorlebt und so, ne? Das ist eine abgewetzte Truppe. Und deswegen, ja, also. ja, aber das und plus das Thema ist, ich sage dir, was der BVB machen wird. Die werden exakt dasselbe machen wie im Hinspiel und wieder mit diesem 3-2-Aufbau anfangen. Die werden exakt dasselbe machen und das ist eine Einladung für Atleti, da Vollgas vorne drauf zu gehen, weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn du mit einer Viererkette aufbaust, haben die Wingbacks ja viel, viel weitere Wege, das zuzulaufen und du hast im Rücken, also Ole Werner hat das mal bei uns ganz gut erklärt, warum es eklig ist, mit einer Fünferkette gegen eine Viererkette anzulaufen. Und dass das Sinn macht, weil du immer am Rücken quasi einen offenen Raum hast, den du mit abdecken musst. Und ich sage dir, das weiß Edin Terzic nicht. Ich sage schon, dass es weiß, Das aber das glaube ich, ist dass ja er das eine weiß. Sache, das in der Theorie zu verstehen. Und ich meine, wenn es er nicht weiß, dann weiß es halt Bender oder Sahin. Aber das ist ja die eine Sache. Und die andere Sache ist ja das dann, da sind wir wieder bei dem genau gleichen Punkt, das dann gegen eine Truppe, die selbstverständlich weiß, auf den Platz zu bekommen. Und Atletico, das darf man auch nicht vergessen, die waren auch in der Liga mal so, mal so. Es gab Phasen, wo Auswärts ich vor allen dachte, Dingen. oh, die sind dran. Die sind wirklich dran. Und dann gab es Spiele, wo du, also Dezember gegen Barca, dachte ich wirklich, Alter, das kann dies ja was werden sogar, Ja, ne, in ja. der Liga. Und dann kommt halt eine Phase, na gut, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe bei Diego Simeone aber das Gefühl, dass er, und ich liebe Diego Simeone, ich finde, das ist ein super Trainer und vor allen Dingen in diesem Wettbewerb, wo alles oder nichts ist, das glaube ich ein Trainer, der dich da sehr gut drauf einstellen kann. Aber ich glaube, dass der zu oft in alte Denkmuster verfällt. Vor allen Dingen, die sind, und du hast ja vollkommen recht damit, deren Stärke liegt in der Offensive mit all den Spielern, die sie da haben. Also Antoine Griezmann ist, bleibe ich dabei, auf seiner Position aktuell Top 3 auf der Welt, komplett underrated. Alvaro Morata ist auch echt gut, wenn du den ins Laufen bekommst, vor allen Dingen in dieser Saison. Sie haben Lino ist natürlich leider zum Rückspiel gesperrt, aber auch der hat echt Offensivqualität. Über die Achter, wenn sie da durch die Halbräume nachschießen, das ist schon Wahnsinn. Und man muss halt zu Atleti auch sagen, und da war die zweite Halbzeit so ein Wink mit dem Zaunpfahl, die haben schon Probleme dann, wenn sie im Low-Block verteidigen aktuell. Und es gibt ja auch einen Grund dafür, warum sie halt in so Spielen wie, ich glaube, Athletic Bilbao haben sie verloren auswärts, Cadiz haben sie verloren auswärts, also bei Real haben sie einen Punkt geholt. Schwierig. Ja, also nicht falsch verstehen. Die sind nicht perfekt. Die waren die deutlich schlechtere Mannschaft, wenn du das alles mal abgleichst als Inter. Deutlich schlechter. Und Ja, das oh, ja, formuliere ich ja. bewusst so. Schlechter. Deutlich schlechter. Aber sie sind halt trotzdem weitergekommen. Und da gibt es zig Beispiele aus den letzten Jahren, wo sie in solchen Spielen dann aber performen oder eben es andersrum nicht zulassen, dass der Gegner performt. Das reicht ja oftmals. Ne? In dem Fall war es ja einfach nur, sie haben nicht zugelassen, dass Inter performt hat. Und das reicht ja manchmal. Und das ist eher mein Punkt. Das ist keine perfekte Fußballmannschaft, durch die kannst du durchspielen. Aber es tut mir auch sehr leid, aber nicht Borussia Dortmund. Und ich möchte es einmal kurz, be bevor, also jetzt meinen neuen Hype-Train, 90, denke ich mal, unterstrich 4, Vier. schreibt,
Uli, richtiger Bayern-Fan, pusht Nagelsmann Bayern wieder komplett und BVB kommt nur wegen der Emotion unter den besten vier Europas. Also ich weiß jetzt nicht, wo die Schärfe herkommt, 90. Du sitzt da mit deinen drei Weizenbier. Und dann, nee, im Ernst. Ja, selbstverständlich. Borussia Dortmund, also hands down, ne? Wie sagt man im Streamer-Jargon? Real Talk. Borussia Dortmund unter die letzten vier Teams in Europa in dieser Saison. Leck mich. Ja, Ja, wenn nicht über Emotionalität, ja, worüber also denn dann sonst? geh Also die ab. haben da mal gar nichts verloren. Und das ist kein Diss an Dortmund. Sorry, das ist nicht böse gemeint, sondern die haben noch nicht mal was unter den besten vier in der Bundesliga verloren. Sorry, es tut Ja, mir es ist sehr, so, sehr, ja, sehr leid. stimmt. Und wir haben das zigtausendmal erklärt, warum das der Fall ist. Und ich verstehe gar nicht, was daran jetzt negativ sein soll. Eine Emotionalität in der Truppe oder im Verein ist doch was Gutes. Also die Truppe könnte es oder kann es an bestimmten Ja. Abenden. Wie zum Beispiel gegen PSV. Das Spiel hat ja kommentiert zu Hause. Fair enough. War doch eine gute, richtig gute erste Halbzeit. Die ersten 20 Minuten tippitoppi. Alles wunderbar. Ich sehe es nur nicht von Woche zu Woche. Und also kannst du mir jetzt sagen, was du willst. Ich hoffe, du auch nicht, weil sonst müssen wir ernsthaft reden Nein, also darüber. Weil das schau mal, ich sage. gut, dass du keinen Alkohol trinkst, ich auch nicht. Das ist die beste Entscheidung. Aber also, sorry. Und Atletico, wir können jetzt über Losglück und so weiter sprechen. Und ich hatte in 11 von 10 Fällen Inter vorne in dem Duell, insbesondere Ja, ja. nach dem Hinspiel, war es mir eigentlich, und ich habe jedem gesagt, den ich getroffen habe, die gehen ins Finale, ne, dieses Jahr wieder. Und da haben sie eine andere Chance. Dass es so nicht so gekommen ist, fair enough. Aber nein. Also nicht, dann bitte nicht drüber reden. Ich Also wollte bitte gerade nicht. sagen, also ich sehe halt in dem Moment, weil dieser, wir sprechen halt von einem Kader immer noch bei Borussia Dortmund, der zumindest auf einigen Positionen echt gut ist, auch Top-Niveau hat. Also ich finde es immer noch krass, wie, also was Mats Hummels zum Beispiel phasenweise aus sich rausholt auf dem Platz, also das ist schon gegen den Ball wahnsinnig gut. Ich finde Nico Schlotterbeck ist immer noch, trotz alledem, dass er manchmal Bock drin hat, finde ich, macht das sehr, sehr souverän und also sehr gut sogar, ist wahrscheinlich gehört zu den besten Innenverteidigern der Welt, was den Spielaufbau angeht. Aber, und das ist glaube ich der springende Punkt, dieser Kader hat mit diesem Trainer einfach Limits. Und ich glaube halt, dass Dortmund dann gefährlich werden kann, wenn Spieler also auch gegen Atletico gefährlich werden kann, wenn Spieler wie Jadon Sancho, Julian Brandt, Daniel Malen, und da gibt es ja ein paar von, wenn die sagen, weißt du was, nach 10 Minuten, ich habe heute Bock, hier geht heute was. Und das sprechen wir aber auch wieder von dieser emotionalen Komponente, weil Edin Terzic ist ja kein Taktikfuchs. Also das ist niemand, der jetzt sagt, ich outcoache irgendwie und auch, nochmal, ich will dieses BVB-Fass nicht wieder aufmachen, aber auch Edin Terzic, der tut mir mittlerweile mehr leid, als alles, also dass ich ihn irgendwie kritisiere, ehrlicherweise, weil auch der macht Fehler, aber wie der BVB den in der PR dargestellt hat, mit der PR-Abteilung, ist schon ein absoluter Wahnsinn. Und deswegen sage ich, es könnte was gehen, aber da muss schon sehr viel zusammenkommen. Und ich gebe dir 100% recht, Uli, das muss über diese emotionale Komponente kommen, weil dieses Spiel entscheidet sich nicht über diese taktische. Und ich merke schon, erstmal der Neff, danke fürs Prime-Abo, aber ich merke, das wird hier sehr, sehr hitzig diskutiert, Freunde, das Ja, Thema. gut so, gut so. Das ist die Emotionalität, die morgen brauchen werden. Bedankt euch später bei uns. Ne? Vielen Dank an uns, dass wir euch genau dahin gebracht haben, dass wir euch so gereizt Bisschen haben. Und gekitzelt. wenn die das auch merken, dann geht was. Nee, also nochmal, ich verstehe auch gar nicht, warum das immer so ankommt da draußen, als würden wir dem einen oder dem anderen was absprechen, weil wir den Verein nicht riechen können oder so. Das hat damit nichts zu tun, sondern unser beider Job auf unterschiedlichen Ebenen, bei dir ist es als Analyst, bei mir ist es als Kommentator, ist zu sagen, was gut ist und was nicht so gut ist. Und ich formuliere das eh bewusst so. Also ich glaube, dass ich in aller Regel einen sehr fairen Ton anschlage. Und der beinhaltet aber auch, dass ich nicht denke, also Dortmund im Viertelfinale, das habe ich auch so ausgewiesen in dem PSV-Spiel, ne? Alles cool. Alles gut. Gutes Spiel gemacht. Ein Team, das klare Abläufe hatte, nicht dazu kommen lassen. Super. Alles cool. Aber Top 8 in Europa ist das Maximum.
Und da mussten schon alle Dinge zusammenlaufen. Und ich habe auch das, da haben mich andere Leute teilweise angeschrieben. In Newcastle, das war ein Spiel, eine Leistung, die ich so seit wahrscheinlich einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen habe von Dortmund. Die waren gut, ja. War Das richtig war gut sogar. total überzeugend. Das war wirklich Ja. überzeugend. Und das habe ich auch genauso, ich glaube, im Frankfurt-Spiel war es damals gesagt, ne? Das war für mich so ein Jahrzehntsieg, sozusagen, einen, den es gebraucht hat mal wieder. Und der zeigt, ja, das geht, aber offensichtlich nicht Woche für Woche. Das ist, glaube ich, der Und Punkt, ja. im Abgleich, also wir sprechen über, mein Bayern hat auch ihre Probleme und die spielen auch eine Scheißsaison, müssen wir uns auch nichts richtig hinbiegen oder so, ne? Und im Übrigen, Bayern-Fan hat mich auch noch nie jemand genannt, das ist auch ganz witzig, aber gut. Ich glaube, da stehe ich wirklich nie unter Verdacht die letzten Jahre, aber Arsenal, City, Real Madrid, die noch in dem Turnier sind, Paris Saint-Germain, die eine richtig gute Entwicklung machen, selbst Barcelona mit ein paar Problemchen. Wenn wir nicht uns einig werden, dass das ein anderes Niveau ist als Borussia Dortmund, dann beenden wir den Stream bitte, weil dann bin ich, höre ich hier nicht hin, fertig. Nein, Das ist einfach so, wie Uli, es ist. du hast ja 100% recht damit. Also nochmal, Edin Terzic und Trainerteam haben ja in dieser Rückrunde wirklich was versucht. Also mit diesem 3-2-Aufbau, und wir haben ja auch hier mit Sepp Kneißl mal versucht, so ein bisschen zu erzählen, warum das funktioniert und eben nicht. Ich möchte es nicht wieder aufrollen, das funktioniert halt aber einfach mit einem limitierten Trainer und einem limitierten Kader nicht, und da gebe ich dir auch recht, Uli, jede Woche nicht auf dem Niveau. Ich sage aber, dass Dortmund zumindest in der Offensive und vor allen Dingen gegen den Ball, wenn sie nicht solche Böcke drin haben wie gegen Atletico im Hinspiel, an einem perfekten Tag vom BVB, glaube ich, haben die eine Chance, morgen mit einem frühen 1:0 auch Atletico ein bisschen ins Straucheln zu bringen. Aber nichts anderes sage ich ja. Vielleicht ist der Begriff Emotionalität zu negativ konnotiert, dann in dem Fall, was sich so anhören würde, als würden die es nur machen, wenn die über die hinwegrollen. Diese Symbiose, die übergehen kann von diesem Stadion, das ich nach wie vor als fetten Faktor habe, ist mir auch wurscht, ob ihr das so seht oder nicht. Ich war da gegen Eindhoven und habe mir gedacht, okay, das ist in Ordnung. Ne? Das Ja, ist schon nach wie vor in Europa, glaube ich, an einem vernünftigen Abend. Nennen wir mal welche, die das können. Also ich war nicht in so vielen Stadien, die diesen Spirit, auch, und ich, by the way, ne, nein, jetzt ist PSV nicht im Atletico, müssen wir auch nicht großartig darüber philosophieren, aber bei PSV war ich mit zwei, drei, mit dem Co-Trainer unter anderem auch, aber mit zwei, drei Journalisten in Kontakt und alles, was die mich gefragt haben, ist das wirklich so mit dieser gelben Wand? Ja, Mann, das ist Das ist wirklich es, so. ja. Und die hatten, das war ein Thema, ne? Das war wirklich ein Thema, auch in der Mannschaft bei PSV, dass sie die darauf vorbereitet haben, weil es einfach a different beast ist. Und deswegen, ich habe das als Faktor, ja, und das ist nicht negativ gemeint, im Gegenteil, du musst ja mit dem arbeiten, was du hast. Wo Und du du dich auch hast für einfach eins entschieden der hast. krassesten Publikums der Welt, ne? Ja. So, fertig. Und Also das musst du vom. nutzen und Du. lass das Team befeuern, dass die, wie du sagst, in die ersten 10 Minuten zwei, drei Statements direkt setzen. Und da musst du aber hinkommen. Und deswegen bin ich gespannt. Ich bin aber auch bei dir, Uli. Und ich glaube, dass der BVB morgen ausscheiden wird. Übrigens, weil jetzt ein paar Leute reingeschrieben haben wegen dem Bayern-München-Spiel. Also, außer derjenige, der hardcore die BVB-Brille aufhat, nenn mir einen, der mit einem Sieg in München vom BVB gerechnet hat. Hey, gut, das kannst du bei Bayern ja in dieser Saison uns bei jedem Ergebnis. Wer hat gegen Heidenheim auf Heidenheim Ja, getippt? that's it, ne? Ist halt Also, so. ich glaube, so einfaches Tennis, aber. Wie gesagt, ich glaube, Dortmund braucht morgen einen perfekten Tag. Und ja, dementsprechend schauen wir mal, was wird. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, wir haben euch hier krass emotional irgendwie angezündet. Und vielleicht liegt es auch an dem Raid von Toxi, dass hier der ein oder andere BVB-Fan noch mehr mit am Start ist und da mitdiskutiert. Freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ganz kurz, namens Jungs, dann kommt der VOD mit Tom vom Donnerstag online, den können wir gerne nach dem Stream online stellen. Hast du noch was zum Spiel? Oder ich frage erstmal ganz kurz an den Chat Ergebnistipps nochmal. Vielleicht könnt ihr ja mal, schreibt mal Ergebnistipps für Arsenal gegen Bayern oder Bayern gegen Arsenal und den BVB gegen Atletico rein. Ich bin nämlich gespannt.
Bin ich auch gespannt. Also ich würde es vor allen Dingen von 90 wissen, ne? Denkst du das, also wie tippst du denn? Also jetzt tun wir mal so, als müsstest du 50% deines Privatvermögens setzen. Gehst du echt mit Dortmund? Es ist schwierig. Boah, dieser 1 zu 5 BVB. Ja, der BVB hat, weißt du, was das Spannende ist? Edin Terzic hat schon sau viel zu verlieren eigentlich in dem Spiel, ne? Also das muss man auch ganz klar so sagen, weil ich glaube, in dem Moment, wo die ins Ah, ich Halbfinale. weiß gar nicht. Ich Glaubst du glaube, ich nicht? sag, dass der viel mehr zu gewinnen hat. Weil wenn der das schafft ins Halbfinale, Alter, dann ist es vorbei, ne? Dann hat er 2 Jahre extra Kredit. Ich Ich glaube, dass sage, das, aber dadurch, dass auch. das Limit allen bewusst ist, glaube ich, kann er eher gewinnen. Auf der anderen Seite glaube ich, ist. Ne, ich formuliere es mal so. Wenn sie da rausgehen und dann in den Wochen der Wahrheit, weil das gibt ja auch nochmal. Also machen wir uns nichts vor. Wenn du morgen gegen Sorry, Atletico weiterkommst. ich muss dich gerade mal kurz Ja? unterbrechen. 90 sagt 2-1 BVB gegen Atletico. Ja, du Schelm. Und dann? Wie geht's dann weiter? Und dann Elfer schießen. Ja, und dann? Das ist ja billig. Also so einfach kommst du in den See nicht raus. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles gut, weil ich, wenn die gegen Atletico weiterkommen, dann gibt ihr das ja für diese Wochen der Wahrheit, die der BVB ja jetzt hat, wo es ja, also da geht es ja in der Bundesliga auch, es ist ja ein Gamble, ob dieser Platz 5 für die Champions League reicht in der neuen Saison. Aktuell sieht es danach aus. Schön gejoked hier, der Kollege, ne? Schon Wie? verschießt und dann fliegen wir im Elfmeterschießen raus. Ja, genau, siehst du. Das siehst du Nein, nämlich die noch. Frau, wir Das nehmen ist dich beim Wort, mein Freund, wir nehmen dich beim Wort. Nein, aber das hab gibt dich ja, doch erwischt. stell dir mal vor, du kommst weiter gegen Atletico, weil das gibt dir einen Push für die nächsten Wochen dann auch, ne? Aber wenn du das Spiel verlierst und in diesen Wochen der Wahrheit, du hast noch Leverkusen, du hast Leipzig, meine ich noch, du hast, ich glaube, Frankfurt kommt auch noch mal in den ins Ja, hartes Westfalenstadion. Restprogramm, ja. Und das ist sehr, sehr straff und deswegen glaube ich, hast du schon sehr, sehr viel zu verlieren, weil wenn sie. Machen wir uns nichts vor. Stell mal vor, du fliegst raus und holst dann aus den Spielen nur 2 Punkte und bist auf einmal. Also du hast ja Glück, dass von unten gar nichts mehr nachschießt. Ja, also ich meine, Edin Terzic wird halt morgen ein Lied trällern und dann läuft es schon. Im Ernst, ich glaube wirklich, dass Frankfurt du, war schon scheiße. das ist ja vergleichsweise leicht, diese Motivation zu sprechen. Ne? Also das machen die Spieler eh von selbst auch, weil sie wissen, Champions League Halbfinale erreichst du nie. Und ich meine, wenn du im Halbfinale bist, dann ist ja eh immer alles möglich. Und das ist ja auch jedem klar. Und das ist natürlich die wesentlich einfachere Seite des Turnierbaums. Da müssen wir auch nicht großartig darüber Ja. diskutieren. Das ist keine einfache, will ich damit nicht sagen, aber die wesentlich einfachere. Das ist ja logisch. Und das geht von selbst. Ich glaube, dass du als Terzic den ganz einfachen Kniff wählen kannst, dass du denen morgen sagst: Jungs, wir sind eh raus. Mit uns hat niemand gerechnet. Und das haben sie übrigens nicht in der Gruppenphase. Und das haben sie übrigens nicht im Achtelfinale. Und das machen sie auch nicht im Viertelfinale. Und in der Bundesliga auch nicht. Also machen wir das, was wir die ganze Saison über machen. Wir gehen jetzt da raus und zeigen es. Ja. Ja. So einfach. Nee, und dann habe ich Glaube mich. ich, dass Ich habe das mich. vergleichsweise leicht ist. Ich habe mich übrigens bei Frankfurt vertan. Wie haben sie denn gegen Frankfurt in der Rückrunde gespielt? Bin ich total War das bescheuert? schon? Ich habe das Spiel, ich habe das Rückspiel auch Ja, nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe es wahrscheinlich gesehen. ich habe es nicht gesehen, definitiv nicht. Ich auch nicht. 3-1 gewonnen. Okay, krass. Ich dachte nämlich auch, dass es noch Ach kommt, weil doch, ich ich habe habe das es auf dem Hinspiel Schirm. gemacht. Gegen so ein. Ja, doch, Das doch, ich Spiel erinnere lief mich bei uns, gegen. aber ich habe es nicht gesehen. Ja. Hummel, ja, da war ein gutes Spiel Siehst du von mal, Mats ne? Hummels. Ich erinnere mich. Siehst du mal, Okay. Danke, hier lieber Chat. Experten. Ne? Danke, lieber Chat. So viel Fußball, wie ich gucke oder wie wir gucken. Wir lassen uns gleich noch zu den anderen Spielen gehen. Ich nehme das schon mal schnell als Überleitung, nur weil Kai FM schreibt, hervorgehoben, Stuttgart und Leverkusen in dieser Saison in der Champions League kommen. Das ist irgendwie, glaube ich, gar nicht seriös, das zu bewerten, weil du ja nicht wüsstest, wie die dann mit so einer. Also bei Leverkusen kannst du einigermaßen sagen, die werden, glaube ich, auch mindestens im Viertelfinale, tippe ich jetzt einfach mal qua Qualität, aber bei Stuttgart kann man es ja gar nicht sagen, wie die unter Doppelbelastung hätten die den Kader anders Ja. gebaut, anders strukturiert und so. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, sich sowas auszumalen. Ich sage jetzt einfach mal, was total unjournalistisch ist. Qua Qualität hätte ich jetzt Leverkusen mal die letzten 8 zugetraut, plus, und dann schauen wir halt mal, aber. Die hätten ihren Kader auch anders gebaut. Das weiß ich ja sogar auch von denjenigen, die den entworfen haben, dass sie natürlich anders für Europa League verpflichtet haben, als sie es für Champions League gemacht hätten. Oder logischerweise, geschweige denn, wenn sie gar nichts gemacht hätten. Ja, ich gehe damit. Also Leverkusen hätte ich Top 4 zugetraut in dieser Saison. Ich glaube übrigens auch, dass die Euroleague gewinnen.
Ja, gerade wenn Liverpool rausgeht, ne, und Ja. danach sieht es ja aus, habe ich die auch gut. Ich meine, Bergamo ist nicht verkehrt, aber ja. Genau, also ich glaube, dass Leverkusen das kleine Triple holt in diesem Jahr. In der Champions League, glaube ich, werden sie in die Top 4 gekommen. Mal sehen, wie es dann gegen so Teams wie City und Real Bist du auf dem Niveau ernsthaft, dann. dass Friedhelm Funkel nicht Xabi Alonso auscoacht? Gehst Das, du, ich glaube nicht Alter, du mehr. Ich traust glaube dich nicht aber. mehr. Du traust dich aber, ey. Der große Friedhelm Funkel. Alter, naja, gut, selber schuld. Sie haben es ja schon mal gemacht, ne? Aber das war Abstieg aus der ersten Liga und den Jetzt DFB-Pokal komm, gewonnen. also den DFB-Pokal, den kriegen die auch noch, wenn sie sich vorher 4 Nächte lang weggesoffen haben. Also Ja, bei ich aller Liebe, aber glaub's auch. dafür ist die Qualität dieser Mannschaft zu hoch im Vergleich zu Kaiserslautern. Ich will denen nicht zu nahe treten, kann gar nicht über die dozieren, nichts. Aber also dieses Ja, Bayer natürlich, Mann. Leverkusen Also mit der ich. Qualität, also Ja. da müssten schon andere Dinge passieren, Ja, dass ich da glaube, dass Kaiserslautern irgendwas machen kann. gehe ich mit. Gehe ich mit. So, wollen wir noch PSG Ja, gegen die anderen Barca? beiden. Also zumindest Ja, PSG-Barca, ne? genau. Mein Camp Nou ist auch nicht so schlecht als Standort dafür. Ich war sehr überrascht, wie Barca das gemacht hat. Xavi hat clever gewechselt. Hat, glaube ich, eh gutes Momentum gerade wieder. Also die sind gerade wieder auf dem Weg zu einem hässlichen 1-0-Team, was ich im positivsten aller Sinne meine. Also die sind echt eine gute Ergebnistruppe gerade wieder geworden, sind schwierig zu schlagen. Ich finde, sie haben es im Hinspiel für mich total überraschend gut gemacht. Aber auf der anderen Seite ist Luis Enrique, es funktioniert schon. Ne? Also es ist nicht so, dass man. Ich war total enttäuscht von Mbappé im Hinspiel Der ist oder wirklich. andersrum total überrascht von Barcas Defensive. Aber das war nichts. Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile, sage ich auch ganz ehrlich, Kylian Mbappé ist für Paris Saint-Germain mehr Last, als dass er ihn, also als dass er ihnen hilft, weil auch ich, da bin ich bei dir, war von dem total enttäuscht, weil du hast bei dem das Gefühl, es muss alles stimmen für den persönlich, dass der Bock hat auf so ein Champions League-Spiel. Es muss für den alles stimmen, damit der an die maximale Leistung rankommt. Und ich habe letztens schöne Grüße an die ballorientierten Jungs, die das ja rausgearbeitet haben, dass er, glaube ich, auch der defensiv in den Top 5 Ligen der schlechteste Spieler ist, mit Abstand vor den Offensivspielern. Es ist Und bodenlos. ich finde es wirklich, es macht einfach keinen Spaß aktuell, sich den anzugucken. Ich finde den ganz schwierig, auch von seiner Körpersprache, von wie er auf dem Platz sich verhält. Und ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, die einzige Mannschaft, die den noch als Fußballer, und da sprechen wir natürlich auch von seinem Potenzial, was sein Potenzial wieder abrufen und maximieren kann, ist Real Madrid. Wenn er diesen Step nicht geht und von denen nicht in den Arsch getreten wird, dann kriegt er, glaube ich, ein Problem. Also erstmal mea culpa, ihr habt natürlich recht, die spielen gar nicht im Camp Nou. Ich habe die, glaube in der Saison 5 oder 6 Mal kommentiert und jeweils aber auswärts. Aber ich erinnere mich daran, dass das da was war mit Umbau und so. Yes. Das hätte ich aber vor morgen noch rausgefunden, glaube ich, dass das so ist. Also sorry dafür. Und ja, ich hab den Spielfilm auch so aufgemacht. Barcelona hatte teilweise phasenweise in manchen Spielen in der Liga zuletzt so ein unkontrolliertes Hin und Her. So viel Transitgebolze, also die einen schalten um, die anderen schalten um, die einen schalten um, die anderen schalten um. Sie haben schnell in die Spitze gespielt, ohne irgendwie großartig eine Struktur vorher aufzubauen, also nichts vorzubereiten, sozusagen die Ballzirkulation vorzubereiten, sondern einfach zack, bumm. Und wenn sie das gegen Paris spielen und in den Phasen, in denen sie es gespielt haben, bringen die die um. Ja. So. Und wenn sie es andererseits kontrolliert spielen können, dann haben sie eine gute Chance. Weil, und sage ich auch warum, also Mbappé ist das eine, ich glaube nämlich, was du sagst, ist komplett richtig. Diese Spieler bei Real Madrid, die könnten den ja ziehen. Die Toni Kroos, die Modric. Modric, wenn der dann noch da ist, ne? Courtois, glaube ich, inzwischen auch und so. Rüdiger ist, glaube ich, Antonio underrated. Rüdiger, Ja. genau, solche Leute, die können Carvajal und so, ne? Die könnten den schon erziehen, das glaube ich auch. Und bei Paris Saint-Germain hat er halt qua Vertrag auch Dinge zugesichert bekommen, da bleibt das Hirn stehen, das ist auch nicht clever, sowas zu machen. Ich glaube aber trotzdem, dass der Typ so weit an der Ehre gepackt werden kann und in dem von mir beschriebenen Szenario trotzdem der entscheidende Mann sein kann, weil er einfach so verdammt gut ist. Und
Das will ich nicht außer Acht lassen, dass das so sein kann. Ich habe schon grundsätzlich, ich weiß nicht, wie viel man von der Liga, und das ist ja im Moment nun mal das meiste gewesen, was man gesehen hat, Real Sociedad in allen Ehren, aber das, glaube ich, sagt nicht so ganz viel aus über den Status von Paris Saint-Germain. In der Liga fand ich das schon, diese ständige Dreiecksbildung, das war schon ein sehr gut laufender Ball, das war schon viel von dem, was Luis Enrique wollte. Auch im Pressing hat man es zum Teil gesehen, wie es funktionieren kann, im Vergleich vor allen Dingen zum Newcastle-Spiel zum Beispiel, wie effektiv sie inzwischen da sind. Das war schon ganz gut, wenngleich Barca die etwas bessere Leistung im Hinspiel attestieren würde. Das bleibt eine knappe Nummer, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich hätte Barca minimal vorne im Moment. Minimal, aber wirklich nur. Ich finde, dass Luis Enrique, ich mag ja die Idee von Fußball sowieso von ihm, mit diesem vor allen Dingen immer mit diesem Auffüllen der letzten Linie und diesen rotierenden Dreiecken, die er da immer hat und wie sie das ausspielen. Das macht schon Spaß, wenn das funktioniert. Ich glaube halt, dass Xavi, ich glaube, er hat dann ja, es gibt ja aktuell, ich kann mich, du wirst es besser wissen als ich, Christensen hat er phasenweise auf der 6 spielen lassen. Ich glaube, das ist gar nicht so War dämlich. gut, hat gut funktioniert, ja, hat sehr gut funktioniert. Ich finde, und den lobt ja Xavi auch aktuell sehr, sehr viel, ist Rafinha, der auch gegen den Ball, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist, aufgrund seiner Intensität, der natürlich im letzten Drittel das ein oder andere Ding nochmal versiebt, aber der schon wichtig ist Ist halt aktuell. ein Experte, ne? Also, Ja. wenn, da müssen wir mal Flo eines Tages drüber fragen, der viel besser sagen kann als ich, aber. Es gibt ja so unterschiedliche Typen von Wingern. Und das ist halt der Typ Winger, der eine Sache wahnsinnig gut kann. Und das ist alles, was mit Schusstechnik zu tun hat. Ja. Und da ist er halt ein Monster. Und das hat er im Hinspiel auch gezeigt. Und im Moment aber klar gesetzt. Ich meine, Yamal ist eh. Ist ein Freak, ehrlich, das Die ist so ein haben Freak-Spieler. schon wieder. Das ist halt so, das ist so krass. Ne? Das sind halt zwei Teenager. Und die sind nicht immer nah am Nicht-Teenager-Sein, sondern. Da ist halt ein 16-Jähriger, der jetzt schon für mich Top 2 auf Right Winger ist. Und Kubasi, der knapp 17 geworden ist, sein zweites Spiel überhaupt, das in der Champions League von Beginn an macht und aussieht. Ich habe das auch im Spiel so gesagt und das werde ich sicherlich so ähnlich dann morgen auch wiederholen. Der ist nicht gut für seine 17 Jahre, sondern der ist einfach scheiße Der gut. ist, ja, Das ist der ist, gestört. ja, es Das ist krass. ist albern, das ist totaler Schwachsinn, wenn du den siehst und dir denkst, du, sag mal, wer hat denn den entworfen, ey? Der ist nicht zu klein, der ist nicht zu groß. Der ist, okay, jetzt nicht der Monsterschnellste, aber was der checkt in seinem Kopf, Der wie ist der einfach, sich das ist so krass, positioniert, ne? Also der ist im Kopf leckt mich am schneller Arsch. als alle anderen. Der ist, Bane, der kann also Fußball spielen, ja. der kann Fußball spielen, der hat einen Killerpass, der kann den Linien durchspielen, kein Ding, der kann andribbeln, der ist aber auch aggressiv und zeitgleich elegant. Also der hat so dieses Saliba-Ding Ja, von, voll. der weiß, wann muss ich mich zurückhalten und wann muss ich aggressiv werden. Also der Der ist ist, Uli, 17. der ist in, Leckt also mich am erstmal, Arsch. Bane, vielen Dank für das Lob und für das Abo. Du bist auch überragend, schöne Grüße. Und ich sage dir, bei Kubasi sage ich, wenn bei dem alles glatt läuft, ist der in 4 bis 5 Jahren, das ist mit, sage ich mit Abstand, der beste Innenverteidiger der Welt. Ich gehe sogar einen Schritt weiter, der verändert das Spiel. Ja, der ist wirklich, Der der ist so krass. wird das Spiel verändern. Der wird dafür sorgen, dass Mittelfeldspieler Abwehrspieler sein wollen. Weil der so gut und so, der kann so stark im Aufbau sein, dass ich tippe, dass Menschen so sein wollen wie der. Hier wäre Brock gerade der nächste Overhyped-Spieler bei Barca nach Ansu Fati, der in die Verletzung getrieben wird. Naja, also Nee. ich weiß nicht, welchen von beiden du meinst, Lamal und oder Kubasi, weiß ich jetzt nicht, musst du vielleicht mal präzisieren, aber ich gehe wieder noch mit, wenn ich ehrlich bin. Also Beide sind brutal gut. Ich hoffe halt, das ist so die Krux ein bisschen bei der Sache. Ich hoffe, dass Barca wegen ihrer finanziellen Situation nicht in die Situation kommt, dass sie beide für zu wenig Geld abgeben müssen. Weil das sind ja, also, das sind ja Spieler, für die Nee, aber musst du. dafür gibst du, da gibst du lieber Vitor Roque oder sonst irgendjemanden ab oder Lewandowski. Das darfst du ja nicht machen. Das ist ja. Also ich glaube auch, so blöd sind die nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich einfach nicht. Also hat der Brock gerade nochmal geschrieben, Lamal. Nee, da gehe ich euch, Also. den finde ich schon krass, ey. Jamal heißt er übrigens.
Ist nicht overhyped. Also, nee. Der ist einfach mit fucking 16 schon einer der. Also, wir können jetzt die Right Wingers durchgehen. Ich habe es mal gemacht und bin eigentlich nur auf Salah gekommen, der Saka sehe ich auch aktuell noch schon einen besser Ticken ist drüber als der. eigentlich. Also die sind, also Stand jetzt, wenn ich in ein Team, wenn ich mich entscheiden müsste als Trainer, nehme ich aktuell eher Saka oder Jamal, dann würde ich mich aktuell noch eher für Saka entscheiden. Aber das ist auch, glaube ich, eine Präferenzsache, ne? Ist ja ein ähnlicher Typ Winger auch da, ne? Wenn wir wieder genau das machen, dass wir sagen, der ist halt so jemand, der so ein unglaubliches Spielgespür hat, Ja. so ein Magier mehr oder weniger ist, ne? So eigentlich irgendwie alles hat. Da müssen wir mal Flo drüber. Das ist jetzt genau der Punkt, wo wir Flo brauchen. Da können wir jetzt zwei diskutieren, was wir wollen oder nicht wollen, aber also ja, mal da. Wenn ich irgendetwas vom Fußball verstehe, ein bisschen was, dann ist das, dann sei von mir aus Saka besser. Und vielleicht finden wir auch noch fünf andere. Der Typ ist 16. Ja, es ist so krass. 16. 16. Der hat noch Babyspeck. Das Ja. ist absolut albern. Ja, Also. und ich muss aber trotz alledem, und da muss ich dem Chat ein bisschen recht geben, Barca muss trotzdem aufpassen, dass sie das mit der Belastung da nicht übertreiben von solchen Spielern, weil das ist so der, du hast ja bei Pedri ultra krass gesehen, und ich würde auch sagen bei Gavi, bei beiden, dass dieses Thema junge Spieler zu früh zu lange reinwerfen. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, was glaube ich, ist relativ simpel, weil viele, das ist ein ganz anderes Niveau, aber Schalke beschweren sich alle, warum Keke Topp immer so früh ausgewechselt wird. Der hat halt mit 18, glaube ich, nochmal so einen enormen Wachstumsschub gemacht, dass der nach 60 Minuten nicht mehr kann. So, und du darfst halt nie in die Situation bei Spielern reinkommen, dass du anfängst, die so überzubelasten, dass sie dann einfach von Verletzungen geplagt sind. Und ich meine, bei Ansu Fati ist ja sowieso nochmal ein eigenes Thema, der sehr, sehr früh schon eine Verletzungsanfälligkeit leider entwickelt, ne, mit seinem sehr frühen Schienbeinbruch auch, ne, also eine ganz schlimme Verletzung Ja. gehabt in der Jugend. Und das muss Barca Muss man, schon glaube ich, auch besser die handeln. Verletzung sich auch nochmal untersuchen. Ne? Also, A, was hat dazu geführt? B, gibt es da eine Art Problematik, Voreinstellung? Ich habe es bei mir zum Beispiel, dass mir nach dem ersten Kreuzbandriss damals der Mannschaftsarzt gesagt hat: Junge, du bist halt einfach noch nicht hergestellt für Fußball. Und das wird dich dein Leben lang verfolgen. Nach dem vierten Kreuzbandriss war mir dann klar: Ja, vielleicht hat er auch sogar recht. Das mag es geben, keine Frage. Und ja, das ist natürlich ein sensibles Alter. Ich glaube auch, das kann ich einfach aus meiner eigenen Biografie her begründen, dass der Kopf mitmacht. Ja, das ist Also ganz wenn wichtig, du ja. natürlich, wenn du einfach jemand bist, der es gut wegarbeiten kann, wegstecken kann, die ersten Verletzungen, die es einfach zwangsweise geben wird, den Hype auch, ne, mit dem ja dein ganzer Körper auch klarkommen muss, dein ganzer Kopf und Körper letztlich, dann glaube ich, kann man das schon machen. Das ist ja völlig unvorstellbar. Das ist mir schon auch klar, deswegen bin ich da auch durchaus immer vorsichtig, wie ich das formuliere. Jetzt hänge ich in Deutschland rum und das ist jetzt nicht so relevant, was ich darüber sage, aber wenn ich über einen Bundesligaspieler zum Beispiel spreche, dann hat das schon wiederum Auswirkungen, dass wenn ich den halt zu sehr hype, ne, im Sinne von, ah, das ist der nächste sowieso und der nächste sowieso und der ist halt einfach scheiß 16 Jahre alt, dann hänge ich dem was an damit. Nur damit halt da draußen ein paar Leute, also ich bin da schon vorsichtig. Ich würde jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht einfach her und hoffentlich wisst ihr das auch und hype einfach jemanden über. Es wurde mir bei Mudrik zum Beispiel vorgeworfen. Ich habe nie gesagt, dass der den Ballon d'Or gewinnt. Ich habe nur gesagt, dass dieser Körper Ballon d'Or-Level hat, Talent hat, wenn alles stimmen würde, was es nicht tut. Und das haben wir auch an anderer Stelle mal besprochen. Dann könnte, müsste dieser Fußballspieler den Ballon d'Or haben. Ist genauso wie bei Zlatan zum Beispiel, dem ich persönlich beleidigt bin, dass es nie geworden ist, weil das einfach hätte einfach sein Ich glaube, müssen. lass uns dieses Thema, und ich finde das mega spannend, gerne auch nochmal einzeln im Chat, wenn ihr Bock habt, auch nochmal mit Flo und vielleicht auch mit Alex Troika drüber zu sprechen, über die neue La Masia-Generation, weil die können euch da, glaube ich, noch eine bessere Einschätzung geben als Uli und ich, auch wenn wir unser Bestes geben, weil mein Eye-Test sagt mir auch, die beiden Jungs sind Weltklasse. Also, und hier kommt nochmal von Julian die Frage, was wir über Ballon d'Or jetzt denken. Ich glaube, wenn Leverkusen Triple holt, ja, hängt, glaube ich, in einem Turnierjahr immer stark auch vom Turnierverlauf ab. Das heißt, wenn Deutschland
Europameister werden würde, dann ja, hat er, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen sogar. Ja. Das ist ja auch so jemand, der einfach offensichtlich klar in der Birne ist. Ne? Das merkt man halt einfach, dass der eine Persönlichkeit ist. Ja, da gehe ich mit. Jetzt muss ich nochmal nach dem Ergebnistipp fragen für morgen. Ja, ich habe schon gesagt, ich bleibe auch dabei. Ich glaube, dass das knapp pro Barca wird. Mich würde es nicht wundern, wenn ich morgen ein bisschen länger arbeiten muss. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann glaube ich aber am Ende, dass es knapp Barca schafft. Gehe ich mit. Ich sag, es wird ein. Oh, ich sag 2-1 Barca. 2-1 Barca. Ja. Ist gut möglich. Wahrscheinlich ein bisschen weniger Tore als im Hinspiel, aber das müssen wir eigentlich fast über jedes sagen.